Also gut, Männer. Jetzt hört ihr Blackbeards ehrliche Meinung. Ihr fragt mich, verheißt dieser Captain euch ein Leben voller Beute, Raub und Abenteuer? Ei! Unter allen Glücksrittern, die hier im Karibischen Meer kreuzen, zählt er ganz klar zu den gerissensten. Einst dünkte ich mich selbst als die gefährlichste Plage dieser Gewässer. Aber dieser Mann ist ein verschlagener Hund. Er nährt sich von Tod und Terror. Ich sah, wie er auf Deck einer spanischen Galeone Klarschiff machte, als wäre es nichts. Er kämpft wie ein Teufel in Gestalt eines Menschen. Und gewitzt ist er. Findet seinen Weg über jede Klippe und jeden Winkel dieser Insel. Also, seid ihr auf Beute und Abenteuer aus? Ist Captain Edward Kenway euer Mann? Doch, Finger weg von seinem Privatleben. Diesen Mann umgeben Geheimnisse, nach denen sogar ich nicht frage. Buena Vista, Juni 1715. Sie haben uns! Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Hallo ihr Freibeuter und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 4. Nimm jemand das Ruder. Black Flag unter schwarzer Flagge reisen wir hier in der Haut von Edward Kenway. Kenway, geh ans Ruder, verdammt. Und schnappen uns das Ruder. Aber schwer beschädigt. Kanonen abfeuern. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten sie L1 und bewegen sie R, um zu zielen. Drücken sie dann auf R1, um zu schießen. Wie das funktioniert, wissen wir bereits, denn wir hatten ja schon die ein oder andere Seeschlacht. Denn Assassin's Creed 3 brennt feindliche Schiffe. Wir kämpfen offensichtlich gegen britische Schiffe. Und warum war da ein Assassine auf dem gegnerischen Boot? Die Kähne nehmen wir unter Beschuss, kein Problem. Das wird teuer für die britische Marine. Und direkt geht's hier los mit einer großen Seeschlacht. Bei Assassin's Creed 4. Black Flag. Wie geil ist dann da bitte der Blitz eingeschlagen? Nochmal! Feuer! Der Kahn ist hinter uns her. Nicht, dass sie uns entern wollen. Wir sind aber diesmal klar im Vorteil. Hier ein paar Fässer. Und wie geil sieht das denn bitte aus, wie die Gischt hier drüber peitscht. Der Regen erstürmt. Und das war's mit den Briten. Das Magazin! Es explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Das Munitionslager. Ist es gefährlich? Edward! Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600.
So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Und da sind wir nun auch an der Oberfläche nach einer krassen Schlacht. Was hat dieser Assassin auf dem feindlichen Schiff gemacht? Und wir sind momentan noch ein normaler Pirat, Edward Kenway unser Name. Der Großvater von Connor, denn das spielt ja alles ein paar Jahre vorher. Und wir müssen jetzt mal das andere Ufer erreichen. Hier brennt alles. Alles liegt in Schutt und Asche. Und hier gibt's keine Spur von unserer Mannschaft. Sind wir der einzige Überlebende? Was ist mit dem Assassin? Welche Mission verfolgt der? Das andere Ufer erreichen. Wir spielen hier übrigens noch die PlayStation 3 Version. Aber der Titel wird natürlich auch für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 erscheinen. Schöne Insel. War es für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hole ich mir, Früchtchen! Der Assassin hat also auch überlebt und wir hinterher den Assassinen finden. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Das war wirklich ein schlechter Anfang, aber warum haut der ab vor uns? Wir sind doch nur ein gewöhnlicher Pirat. Und so ein Assassin hat doch einiges drauf, wie wir ja alle wissen. Nur weil er verletzt ist? Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Und wie klasse sieht denn bitte hier diese ganze Insel aus? Grafisch absolut nett gestaltet, dieser Dschungel hier auf dieser Karibikinsel, bei der wir gestrandet sind. So, wir müssen jetzt aber mal gucken, wo dieser Kerl hin ist. Den Assassinen finden. Irgendwo muss er sein. Vielleicht versteckt er sich hinter einem Baum. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, wir müssen erstmal unsere Kletterfähigkeiten unter Beweis stellen. Denn ich denke mal, der Kerl ist nach da oben gezogen. Und da wollen wir dann auch mal hin. Interessant übrigens, dass die PlayStation 3 Version updatebar ist, nachher auf die PlayStation 4. Das kostet dann 10 Euro für Besitzer der PlayStation 3 Version. Und die können dann auch in den Genuss der PlayStation 4 Version kommen, wenn sie denn eine PlayStation 4 haben. Für nur 10 Euro dann über digitalen Download. Das nur kurz als Info nebenher. Jetzt wollen wir uns weiter an den Typen ranpirschen, wo auch immer der gerade zu sein scheint. Die Steuerung ist natürlich wie in Assassin's Creed 3 typisch, ein bisschen optimiert, ein bisschen intuitiver gestaltet. Alles ein wenig einfacher gemacht noch. Ich frag mich nur, wo der Kerl jetzt ist. Dann genießen wir doch mal den Ausblick. Vielleicht finden wir den ja irgendwie auch von hier.
Da drüben ist er nicht. Aber es sieht unglaublich cool aus. Ich will jetzt nicht hier runterspringen einfach. Weil das könnte auch tierisch in die Hose gehen. Ich muss natürlich auch ein bisschen nach Schätzen Ausschau halten. Da vorne ist bereits einer. Und den hier unten, den schnappe ich mir doch mal schnell. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Da rennt er. Folge mir und du stirbst. Momentchen. Das Gold lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin doch Pirat. Und wieder ein paar frische Real gehen in unser Täschchen. Es ist ja wirklich unglaublich, wie viele Schätze hier schon jetzt auf dieser Insel rumfliegen. Da müssen wir auf jeden Fall früher oder später nochmal zurückkommen. 140 Real plus ein paar gequetschte, noch mehr Schätze. Ab in meine Piratengoldbörse. Jetzt weiter dem Typen hinterher. Wir dürfen ihn ja nicht entkommen lassen. Wir haben ja auch ein bisschen Zeitdruck, wenn ich das richtig sehe. Hier vorne ist noch eine Schatztruhe. Ist ja wie im Schlaraffenland hier. Eine richtige Schatzsucherinsel. Da vorne ist auch noch eine Truhe. Mensch, tut mir fast schon leid, dieses Spielparadies hier verlassen zu müssen. Wir könnten uns zusammentun. Er will sich wohl nicht mit uns zusammentun, aber er scheint ja irgendwas in seiner Tasche zu haben, was uns interessieren könnte. Die Frage ist nur, ob wir einfach so diesen Assassinen umboxen können. Ich frag mich nur, wo er jetzt wieder hingelaufen ist. Der ist ja wie ein Chamäleon. Der gute Mann. Einfach hier runter vielleicht? Irgendwo da muss er sein. Shit! Au, der hat uns erwischt. Jetzt hört der Spaß aber auf. Und ich dachte, wir könnten noch mit ihm zusammenarbeiten. Ich dachte, vielleicht könnte er uns einweisen in die Kunst, die die Assassinen beherrschen. Die Kunst des Mordens. Aber scheinbar ist dem nicht so. Wir sollen ihn töten. Hinterher. Du entkommst mir nicht, Kleiner. Ich nehme den Mund besser nicht zu voll. Und hier stellen wir ihn. Dann stirb's, Einfältiger. Duncan Walpole. Fehler, Duncan Walpole. Den Assassin eliminiert. Mr. Duncan Walpole, ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Der Assassine hatte also einen Auftrag, wie wir schon unter Verdacht hatten. Und wir wissen jetzt, dass Edward Kenway gar kein echter Assassine ist. Und das ist ja wohl mal was. Einfach reingeschmuggelt in den Orden quasi, wenn ich das richtig sehe. Interessant. So verläuft also die Linie der Kenways, zu der ja auch Connor und Haytham gehören. Dieser Schoner sollte ausreichen. Da vorne ist ein Schiff. Perfekt, denn wir müssen einen Weg nach Havanna finden. Und da unten gibt's noch einen Schatz und da ich ein goldgieriger Pirat bin, wisst ihr ja, muss ich mir den natürlich holen. Einmal bitte hier, hinter dem Wasserfall. Typisches Schatzversteck in der Karibik.
im 18. Jahrhundert. Wir sind hier jetzt im Jahr 1715. Eine interessante Zeit, die ja vor allem durch die Kolonialkriege geprägt war. England, Frankreich, Spanien. Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Bleibt hier! Stoppt sie! Denn mir einen Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Oh Mann, britische Soldaten. Alles, was ihr wollt! Die haben einen Händler in der Gewalt. Und wir pirschen uns mal ran. Anpirschen. Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpirschzonen benutzt werden. Wissen wir natürlich alles. Oh Gott. Oh Gott. Und deswegen muss der Typ sich jetzt auch mal schlafen legen hier. Den Kaufmann befreien. Das ist unsere nächste Mission. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Dem gehört mit Sicherheit das Schiff. Und das ist ganz praktisch, das können wir natürlich gebrauchen, um da nach Havanna zu kommen. Aber erstmal den nächsten hier. Ins Gebüsch verfrachten. Alles, was ihr wollt. Immer mit der Ruhe, der Herr, ich komme ja schon. Hilfe ist unterwegs. Oh Gott, oh Gott. Und die frische ich jetzt mal so auf, so als kleine Auffrischungsübung wieder in Assassin's Creed. Ja, zack. Hallöchen. Mein Name ist Edward Kenway, Pirat. Nur um das mal klarzustellen. Ich würde laufen an deiner Stelle. Ich hab dich gewarnt. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch, hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles, dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Das Ruder des Schiffs erreichen. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Meine ich allerdings auch. Immerhin sind wir hier in der Karibik, 30 Grad, tolles Wetter, Sonnenschein und hier vorne noch eine Schatzkarte bei einer alten, modrigen Leiche, die wir natürlich mitnehmen wollen. Oh, ist das anstrengend. Hätte ich doch den Mann... Und der Schatz ist da vorne und diesmal hole ich mir diesen Schatz. Und zwar direkt. Der muss da irgendwo hinten sein. Ich meine, das ist ja das Areal, da vorne ist das Schiff. Und das ist wahrscheinlich so eine Übungsschatzkarte. Doch das will belohnt werden, wenn wir uns die holen. Hier Schildkröten auch überall. Eine dichte Vegetation, sehr detailliert alles gestaltet. Hier ist eine Höhle. Ein typisches Schatzversteck. Doch wo könnte das Gold sein? Hier hinten vielleicht. Ich mache hier aber nichts aus. Außer ein paar Bretter, ein bisschen Plunder. Doch hier können wir graben.
Eine kleine Ladung Gold. 1500 Real. So heißt nämlich die Währung in Assassin's Creed 4. Black Flag. Und das war doch mal ein netter Auftakt hier, dass wir das Ding mitnehmen konnten. Ich spaziere dann mal direkt rüber wieder zum Schiff. Beziehungsweise muss ja schwimmen, es gibt ja kein Boot. Aber wie gesagt, es ist ganz gut, auch mal hier die Kluft von dem alten Assassinen zu waschen. Denn ich will gar nicht wissen, was der damit alles getrieben hat. Und es tut mir fast leid, diesen Assassinen umbringen zu müssen, weil eigentlich sind wir ja auf der Seite der Assassinen. Und eigentlich sind wir ja gegen die Templer unterwegs und da dreht sich natürlich auch wieder vieles hier drum in Assassin's Creed 4. Es geht allerdings nicht mehr um Desmond Miles, doch dazu später mehr. Das ist also der Kahn, das kleine Zuckerschiff hier. Okay, Steed Bonnet, lass uns lossegeln. Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Wir setzen volle Segel, aber erst muss ich da noch diese Insel bestaunen, wie viele Schätze da noch liegen. Ich hoffe, da kommen wir noch zurück. Ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Und auf geht unsere Reise Richtung Havanna. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Doch erstmal müssen wir hier aus der Bucht segeln und ich hoffe, wir geraten nicht noch in Schwierigkeiten. Hier müssen wir natürlich das Schiff verlangsamen, weil wir sonst hier irgendwo aufsetzen würden bei dem Tempo. Leesegel einholen! Da sind überall Vögel. Die Welt ist schon sehr detailliert gestaltet. Hier und da springen Fische hoch. Natürlich hat die Karibik auch einiges zu bieten an interessanten Tieren. Auf Land sowie auf dem Meer. Und das Setting, alles setzen und scharf zum Wind ausrichten, ist jetzt nicht völlig anders, aber schon ein wenig anders. Denn wir befinden uns ja diesmal vor allem auf diesen Inseln und auf dem Meer, während wir uns in Assassin's Creed 3 vor allem auf Landmasse befunden haben. Und da ging es ja vor allem auch um den Kolonialkrieg. Die Zeit ist jetzt nicht mega unterschiedlich, wie beispielsweise der Sprung von Kolonialismus zur Renaissance, beziehungsweise andersrum oder Mittelalter zur Renaissance, wenn wir Assassin's Creed 1 und 2 ansprechen. Wahnsinn! Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Schwimmen, Herr Wahl. Moby Dick. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Das wird eine lange Reise, die wir gemeinsam erleben. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Und jetzt geht's eigentlich wieder in die reale Welt. Und da spielen wir nicht Desmond Miles, wie in den vorherigen Teilen von Assassin's Creed, sondern uns selber. Das finde ich eigentlich ganz clever integriert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn ihr das gleich seht. Ich hatte ja Assassin's Creed 4 vorher schon mal anspielen dürfen, deshalb weiß ich, was uns erwartet. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön, willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter.
Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Na, wenn's sein muss. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Klappt super. Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Abstergo Entertainment. Was für eine Anlage. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Die Großmutter mütterlicherseits war Asiatin, glaube ich. Klingt verwirrend. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Liberation kennen wir natürlich. Von der PS Vita. Eine Minute, d'accord? Kein Problem. Und ich find's cool, wie sie das integriert haben. Das Spiel im Spiel im Spiel quasi. Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon? Tout est prêt. Magnifique. Merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein. Ist raffiniert. Okay, dann schauen wir uns das Teil mal an. Der Kommunikator, meine Daten. Angestelltenausweis, ja. Und wer sich diesen anschauen will, der Ausweis, der Ihnen hoffentlich viel Erfolg bei Abstergo Entertainment bringen wird. Und Abstergo Entertainment irritiert mich jetzt natürlich ein wenig, aber ich denke, da kriegen wir auch noch Antworten für. Abstergo Employee Passport. Ja, der Mitarbeiterausweis, Angestelltenausweis. So, und wer das lesen will, der drückt einfach kurz Pause. Hier ist auch immer noch der Text in Deutsch. Nochmal schön die Übersetzung für alle, die vielleicht auch nicht so gut Englisch sprechen. Hier nochmal das Original in Englisch. Man kann allerdings kaum was drauf lesen, deswegen ist der Text in Deutsch dann noch ein bisschen sinnvoller. Auch noch ein paar Informationen über Abstergo Industries bzw. Abstergo Entertainment in diesem Fall. Your role, deine Rolle bei diesem Team. Ja, und wie gesagt, wer das alles lesen will, der muss einfach nur Pause drücken. Ich stoppe zwischendurch immer ein bisschen, damit ihr da auch jegliche Textpassagen aufnehmen könnt. Praxistipps, Arbeitszeit von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Urlaub nach 3000 Stunden im Animus. Mann, 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 da müssen wir aber noch viel, viel zocken. 3000 Stunden Vertraulichkeit. Es steht Ihnen frei, Ihren Enthusiasmus und Ihre Loyalität Abstergo Entertainment über soziale Medien in die Welt zu posaunen. Rufen Sie es vom Dach, wenn Sie möchten. Vertraulichkeit ist natürlich sehr vertraulich. Da haben die Entwickler sich auch einen kleinen Scherz erlaubt. Praxistipps, Fortsetzung, Sonderleistungen, Essen und Gemeinschaftsbereiche, Gebäudesicherheit, Vielfalt und Gleichberechtigung, Vertraulichkeit. Und offensichtlich ist aus Abstergo was ganz Gutes geworden. DNA Memories, DNA-Erinnerung, wie es funktioniert. Schritt 1, Akquirierung, Extraktion, Erkundung, Bearbeitung. Oh, das wollen wir natürlich auch noch schnell hier durchscrollen lassen. Und der Gebäudeplan, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gehen wir doch mal weiter. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Praktisch. Sonst verliere ich auch immer meine Schlüssel. So, Melanie, wo geht's hin? Wirklich ein schönes Gebäude. Das Aquarium im Aufzug ist natürlich mega cool. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre.
Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Sample 17, Projekt. Etage 2. Heute Abend noch was vor, Melanie, eigentlich, oder? Bereit? Ja. Dann los. Was für eine Anlage. Verrückt. Aber das finde ich ziemlich cool, auch mit dem Animus, weil es halt auch logisch ist, wenn man stirbt, kann man die Zeit bzw. die Erinnerung zurückspulen. Und das ergibt einen Sinn. Ah, unser Boss, Olivier Ganot, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mach das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles, wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Dankeschön, Melanie. Also ich finde das schon ziemlich cool gemacht. Jetzt haben wir hier unseren eigenen Arbeitsplatz und so weiter. Wie findet ihr das denn, dass man sich selber spielt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Und ich werde mich jetzt hier verabschieden von dieser Folge. Werde natürlich nochmal kurz in den Animus reinspringen. Und dann werden wir sehen, was uns noch so erwarten wird in der nächsten Episode an Abenteuern in der Karibik und der realen Welt. Login. Willkommen zu Animus Omega. Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal. Alle Systeme optimal. Extraneurale Transmitter aktiviert. Unsere Reise beginnt jetzt. Assassin's Creed 4 ist endlich da und ich freue mich richtig darüber, dass es meine Erwartung auch nicht enttäuscht hat als Pirat in der Karibik. Das passt perfekt zur Assassin's Creed Reihe und ich freue mich schon auf die vielen, vielen Reisen gemeinsam mit euch.